So, servus miteinander. Oh. Jetzt will ich heute Abend fortgehen, mein Samstagabend. Jetzt fängt es an zum Schneien. Und richtig eklig. Die Scheiben sind richtig zugefroren. Ja. Und die haben wir jetzt ja ein Mikrofon bestellt, wo ein Adapter dabei ist von Smartphone-Mikrofon auf normales Mikrofon, also das TRS auf TRS-Adapter. Ja, jetzt nehme ich mit meinem alten GoPro-Mikrofon wieder auf, weil das Mikrofon selber, was ich gekriegt habe, da ist der Ton nicht so wirklich toll. Und das nächste, ich kann mein Rode SmartLav Plus Mikrofon mit dem Adapter verwenden. Got it. Und die haben eigentlich, bin eigentlich davon ausgegangen, das ist halt ein genormter Adapter, keine Ahnung, muss funktionieren. Ja, ist aber leider nicht so. Oh, kalt ist. Scheiben sind auch noch gefroren. Ja, es hat sich bis ganz und ganz sauber gemacht. Ja, und das Problem ist halt, wenn ich jetzt oben mit meinem Richtmikrofon aufnehme, da mir gefällt der Ton nicht wirklich. Wenn ich jetzt langsam fahre, dann ist das ganz okay, aber sobald ich halt schneller fahre, ist der Ton einfach scheiße. Mal was jetzt ich neu ausprobiert habe, das ist ja das Gansun Mikrofon von Sony. Ich habe das ja damals gekauft, weil ich die Alpha 6000 gehabt habe, und da hat die Alpha 6000 unterstützt das nicht, das Gan und das Zoom. Da ist nur das Gan gegangen, aber das Zoom mit. Es kann sein, dass wenn ihr vielleicht mit dem Mikrofon aufnehmt und auf Zoom gang, dass der Ton dann vielleicht sogar besser wäre. Dass der dann die Geräusche um die Kamera herum nicht mehr so stark aufnimmt, sondern halt einfach mehr nach vorne zoomt. Ja. Oder das funktioniert nur, wenn ihr Zoom-Objektiv drauf habt und dann tatsächlich nach vorne zoomt. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, sag ich jetzt einfach mal. Ja, was jetzt ich halt gemacht habe, jetzt habe ich in das Rohre abgebissen und habe tatsächlich von Rode Original den Adapter bestellt. Weil ich keine Lust gehabt habe, jetzt nochmal irgendein anderes Mikrofon zum Stellen mit dem Adapter, in der Hoffnung, dass der Adapter funktioniert. Der Rode Adapter, der ist zwar auch abgewinkelt, was eigentlich der Hand an der Kamera eher von Nachteil ist, aber da ist der Winkel auf der Bilder oder von den Bildern her nicht so eng. Das heißt, ich müsste von der Seite her noch einigermaßen nachkommen, um den Stecker abziehen. Ja, keine Ahnung. Ich habe noch nach einem anderen Mikrofon geguckt, das hat einen geraden Stecker ohne Winkel. Das sieht aber, die Polung von dem Stecker sieht ein bisschen anders aus. Das sind dann wahrscheinlich immer ein gleicher Abstand, der metallene und der schwarze Ring. Und bei dem Mikrofon, wo ich anguckt habe, das sind die ersten zwei schwarze Ringe, die sind praktisch enger zusammen. Ja, ganz komisch halt. Und dann, die schreiben auch, dass es funktioniert. Aber ich habe da jetzt, die haben jetzt echt keine Lust gehabt, da nochmal irgendwas auszuprobieren. Na Gott sei Dank doch wieder. Naja gut. Das Rode Original, den Rode Original Adapter habe ich jetzt mal bestellt. Wenn der dann auch geht, dann weiß ich, dass da, keine Ahnung, der Defekt an der Kamera ist eigentlich eher aus zum Schließen, weil das Mikrofon da hat er gerade ja auch. Das andere Mikrofon gerade auch, aber das hat einen zu starken Ausschlag vom Pegel und dann
kommen unschöne Geräusche dabei raus. Ich weiß jetzt auch geil, ob ich das Video schon veröffentlicht habe. Wahrscheinlich ja, aber ich weiß es jetzt sicher. Ja. Ja, na, ich denke, jetzt stecke ich mein rotes Mikrofon an und jetzt habe ich ein Ende mit der Testerei, aber na, ist leider doch jetzt so. Ich muss weiterhin irgendwas ausprobieren. Ja, ist echt schade. Ich hätte das schon irgendwann mal gerne einfach funktionierendes System, was ich jetzt beim Autofahrer gescheit verwenden kann. Mal das Mikrofon jetzt da oben am Himmel befestigt, wird jetzt auch nicht ganz so toll sein. Da haben wir befestigen am Gürtel oder so. Am Sicherheitsgurt wäre natürlich viel besser. Ja, deswegen kommen immer noch so alte Testvideos. Ich sollte jetzt eigentlich irgendwann einmal anfangen, richtige Videos zu machen. Richtige Videos ist dann halt aber wiederum das Problem. Da muss ich mir irgendein Thema raussuchen, über das Thema, wo ich dann letztendlich auch eine Ahnung habe. Wo ich dann erzähle, wo es dann auch Leute gibt, wo es interessiert halt einfach, wo sich das dann anguckt. Das habe ich gestern im Video zwar schon erzählt, aber die Aufnahme war ja scheiße, weil der Ton nicht da war. Weil ich mein rotes SmartLav-Video, mein rotes SmartLav-Mikrofon im Video ausprobiert habe. Da ist eigentlich auch um Thema gegangen. Oder halt darum gegangen, dass ich Videos machen soll über bestimmte Themen, wo jemand interessiert. Aber da habe ich ja gut, das Video gibt es halt nicht. Ich muss jetzt immer wiederholen. Das Problem ist, es gibt Sachen, da kenne ich mich aus, das ist für mich normal. Dann denke ich immer, ja, warum soll ich dann über das Thema irgendwas erzählen, weil es ist ja normal, es weiß ja jeder so auf die Art. Aber das ist halt meistens Sitzer und das ist halt meistens auch das, was, wo man dann nachher Zuschauer kriegt. Und darum ist halt schwierig, irgendein Thema zu finden, wo dann tatsächlich halt vielleicht doch für der eine oder interessant ist, wo ich dann tatsächlich auch sagen kann, ich kenne mich da ein bisschen aus, ich kann da was erzählen, ich kann da mitschwätzen. Nach meinen Mikrofonexperimente kann ich jetzt natürlich sehr viel über Mikrofone sagen. Ich kann auch ein bisschen was über Kamera sagen, wobei ich aber jetzt noch keine Vollformatkamera ausprobiert habe. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema, warum kaufen wir keine Vollformatkamera? Wenn ich jetzt eine Vollformatkamera kaufen würde, dann wäre das die Sony 7-3. Also nicht 7R3 oder S3, sondern einfach die Alpha 7-3. Wäre eine super Kamera, hätte noch eine bessere Lowlight-Performance wie mein Alpha 6500 vom 4K Videoqualität wäre es gleich, weil die auch von 6K das auf 4K runterrechnet, also hat die theoretisch die gleiche Bildqualität. Haben aber dann unterm Strich doch mehr Dynamikumfang, weil einfach der Sensor größer ist. Die Lowlight-Performance wird dann auch nochmal besser, weil der Sensor größer ist. Also im Prinzip hat die nur Vorteile. Aber das Problem ist halt, wenn ich das jetzt anfange, dann bleibt es halt bloß bei der Kamera. Dann habe ich eine Kamera, wo ich weiß, die hat eine Mordsleistung. Aber ich habe kein Objektiv, wo ich das dann nachher umsetzen kann. Und die Vollformat-Objektive, die sind halt doch nochmal eine Ecke teurer. Das heißt, ich werde da nochmal
wenn man mindestens 1000 Euro in Objektive investieren. Und die haben jetzt dann in der Alpha 6500 erst in Objektive investiert. Haben jetzt da 3 Objektive dazu gekauft. Also die haben jetzt insgesamt 5 Objektive. Das Standard Kit Zoom Objektiv und der Alpha 6000. Dann habe ich mal so ganz billiges auf eBay gekauft. Brennweite müsste es irgendwas um die 50 haben, aber es hat halt eine extrem offene Blende. Aber das Problem ist halt, das Objektiv hat eine extrem starke Vignettierung. Also außer am Rand sieht man so einen richtigen Rand, wo es halt dunkel wird. Und keinerlei Automatikfunktion ist, also komplett manuell. Und das verändert auch, ach komisch, die ganze Bildkomposition gefällt mir jetzt so wirklich. Ich habe da mal ein paar Videos gemacht und mit der Alpha 6000 war jetzt nicht schlecht, aber es schaltet einfach nicht besonders. So, und dann habe ich mir überlegt, komm, jetzt hast du eigentlich nur das Kit-Objektiv, das 16 bis 50. Jetzt kaufst du einmal ein Gescheites. So, und dann bin ich vor der Wahl gestanden, das 10 bis 18 zum Kaufen oder das 18 bis 105. Und da habe ich ewig lang rum, du nimmst das oder nimmst das andere. Und irgendwann war mir das dann nachher zu blöd und dann habe ich einfach beide gekauft. So, dann habe ich die beide Objektive gehabt. Und durch Zufall habe ich dann irgendwo im YouTube-Video, also im englischsprachigen Raum, in Deutschland hat das Objektiv noch gar keiner gehabt, das Sigma 1.4 16mm. Und hätte ich das natürlich vorher gewusst, dann hätte ich nur das gekauft und hätte die andere zwei geil gekauft, weil das Sigma ist geil. Die Blende 1.4 ist der Hammer. Da kann ich jetzt echt, auch wenn es richtig dunkel ist, noch super Videos machen. Weil hier im Auto, ich habe jetzt eigentlich kein Licht. Da hätte ich jetzt mit dem Handy ein schwarzes Bild, mit der Alpha 6000, mit dem Kit-Objektiv hätte ich ein schwarzes Bild gehabt. 6500 habe ich zu dem Zeitpunkt neu gehabt. Auf jeden Fall wäre es halt einfach scheiße gewesen. Ja. Ja, und wenn jetzt dann halt die Alpha 7-3 kauft, dann brauche ich ja dann auch wieder ein vernünftiges Objektiv. So, die Brennweite 16mm finde ich eigentlich ganz gut. Das ist dann, glaube ich, umgerechnet auf Vollformat müsste es 24 sein oder so in dem Dreh rum. Könnte man sich das Kit-Objektiv dazu kaufen, das hat die Brennweite, aber das hat halt jetzt so ein jetzt so offene Blende. So, und dann geht die Sucherei eigentlich dann nachher schon wieder von vorne los. Und wenn man dann sagt, okay, ich kaufe jetzt schon ein anderes Objektiv, dann möchte ich halt ziemlich viel Weitwinkel haben, weil ich finde das einfach besser. Das 10er Weitwinkelobjektiv, das ist auf der Alpha 6500 richtig, richtig geil. Also da ist der Ausschnitt um einiges größer, da sieht man fast das ganze Auto. Aber das hat halt eine Blende von 4 und nicht eine Blende von 1.4. Also das ist halt, ja, das ist alles nicht ganz so einfach. Letztendlich muss man dann halt immer irgendwo Abstriche machen und dann denke ich halt auch, das, was die Kamera da erkannt, das reicht mir. Ich habe die ersten paar Videos, was ich gemacht habe, alle in 4K aufgenommen mit dem S-Log-Profil, S-Log 3 Cine-like oder wie das heißt. Du kannst echt dann in 4K mit dem Profil richtig gute Videos machen. Gar keine Frage, aber das Problem ist halt, eine abnormale Datenmenge, was da auf einen zukommt. Da machst du ein paar Videos, dann hast du
Festplatte nachher ruckzuck voll. Du musst entweder Festplatte kaufen oder du musst Löcher anfangen und das ist halt, ach, keine Ahnung. Drum bin ich jetzt eigentlich hergegangen und nehme mit der Kamera wieder ganz normal in Full HD auf mit 60 Bilder pro Sekunde, was sie halt mit der Alpha 6000 auch schon gemacht haben. Vorteil ist halt jetzt das Objektiv und dass die Kamera intern einen Bildstabilisator hat, weil das Objektiv hat keinen Bildstabilisator. Ja. Dann ist halt Lowlight an der 6500 nochmal besser, da gerade ISO kann man höher drehen, ohne dass es da Bildrausche gibt. Also da ist halt Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich bei der Alpha 6300 richtig, bei der Alpha 6500 richtig gut. Alpha 6300 wäre das Preis-Leistungs-Verhältnis nochmal besser, weil da kriegt man die Kamera echt schon richtig günstig. Aber das Problem ist halt, der wird alle Lichthube, weißt du da vorne? Der Bildstabilisator ist halt nicht da. Und wenn jetzt ich gerade da das Objektiv drauf habe, was ja kein Bildstabilisator hat, dann bin ich da schon froh, wenn jetzt die Kamera selber einen Bildstabilisator hat. Wobei das jetzt hier beim Autofahrer gar nicht so wichtig wäre. Da wäre das Bild ohne Bildstabilisator vielleicht sogar noch einen Tick besser, ich weiß es nicht. Ich habe es zwar mal ausprobiert, habe ein Video aufgenommen ohne Bildstabilisator, habe den deaktiviert, aber da fand ich das Bild jetzt, ja gut, nicht besser und nicht schlechter, war anders. Da hat das Bild halt ein bisschen gewackelt und das Bild war aber immer gerade. Mit Bildstabilisator wackelt es dann auch ein wenig und dann ist halt das Bild, das sieht aus, wie wenn das so an der Kante manchmal ein bisschen irgendwie verschoben ist. Also ja, kann man jetzt so oder so sehen. Also beim Autofahrer wäre es jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, bis auf den Bildstabilisator ist Alpha 6300 identisch mit der Alpha 6500. Dass es da eigentlich jetzt irgendwie einen weiteren Vorteil gibt, dass man sagen kann, neu kauft die Alpha 6500, die hat das. Mal. Da wäre halt die Alpha 7.3. Das wäre eine richtig geile Nummer. Die Kamera ist echt der Hammer. Aber ich habe keine Lust da jetzt nochmal einen Haufen Geld zum Investieren. Muss ja die Kamera kaufen, die kostet 2300, glaube ich. So, und das hat es ja, also das Kit-Objektiv, das werde ich auf jeden Fall haben wollen, weil das, die Kit-Objektive, das sind halt relativ gute Allrounder-Objektive, wo du drauf machst, wenn du irgendwo nachfährst, dann weißt du, hast für jede Situation eigentlich einfach ein Objektiv dabei, wo funktioniert. Aber dann werde ich ja ein spezielles Objektiv auch noch wollen. Zoom-Objektiv weiß ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie weit das Kit-Objektiv zoomen kann, aber einfach ein weitwinkliges Objektiv und ein Objektiv mit einer weit offener Blende. Ja, aber da geht es dann halt schon los. Das Objektiv und dann bist du halt einen Haufen Geld los. Und ich denke mal, wenn ich das jetzt tatsächlich machen will, dann hätte ich locker mal 5000 Euro weg. Und wenn du so viel Geld in Kamera-Equipment investierst und nutzt das nicht gewerblich, sondern privat für ein paar Videos, vielleicht dann mal für ein paar YouTube-Videos, was dir aber alles kein Geld bringt, ist dann halt so die Frage, muss das sein? Und die sagte halt einfach, nur das muss jetzt sein.
Wenn man jetzt da nur abwartet, also ich schätze mal, 5 Jahre dauert es noch. Aber bis in 5 Jahren sind die Handykameras so gute Qualität wie heute zur 3000 Euro Kamera. Und da bin ich eigentlich echt überzeugt davon. Dauert zwar eine Weile, aber das kommt. Und dann ist halt die Frage, ja. Macht man das oder macht man es nicht? Jetzt investiere, wenn du in ein paar Jahren alles mit dem Handy wirklich so nah kriegen kannst. Gut, in dem Fall war es das mit meinem Video. Ciao.